Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Trash. Diesmal mit dem Spiel Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ein ja, schon etwas älteres Spiel. Das Spiel ist von 2004, also ist es für mich wirklich schon fast sowas wie ein Retro-Game. Eins der geilsten Spiele, wie ich einfach finde. Ich bin großer Herr der Ringe-Fan. Und hab dieses Spiel gesuchtet wie sonst was. Also von der Schule gekommen, sofort PC an und dieses Spiel gespielt. Leider ist der Ben diesmal nicht dabei. Wir haben es versucht. Ben ist auch hier. Sitzt fast in Armreichweite. Aber wir haben das nicht hingekriegt, dass wir zusammen spielen. Wir haben uns da gegenseitig nicht gefunden, also im Netzwerk. Deswegen spiel ich das erstmal nur allein. Forever alone. So, Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Was kann man so dazu sagen? Worum geht es? Ich spiele hier das Gefecht, also nicht die Kampagne. Man hat hier so sein Lager, nenne ich mal. Es gibt drei verschiedene Typen von Basen, sage ich mal. Es gibt einmal eine Festung, die ist natürlich noch etwas größerer, höhere Mauern und mehr solche Bauplätze hier. Dann gibt es das hier, das Lager, und es gibt noch einen Vorposten. Das ist so ein Teil, das ist jetzt noch nicht ausgebaut. Da gibt es dann nur drei Bauplätze. Ja, hier kann man Rohstoffe sammeln. Rohstoffe kriegt man hier durch solche Gehöfte, genau. Und mit den Rohstoffen kann man sich dann allerhand Sachen bauen. Ich spiele jetzt die Fraktion Gondor. Wer Herr der Ringe so ein bisschen kennt, der wird das auch kennen. Ich möchte jetzt erstmal hier noch so ein paar Sachen einnehmen, um noch ein paar mehr Rohstoffe zu bekommen. Und baue hier noch ein paar mehr Gehöfte. Währenddessen ziehen hier schon unsere Verbündeten in den Kampf. Ich spiele auf schwerem Schwierigkeitsgrad. Das heißt, ich habe drei Gegner. Die sind alle schwer und ich habe zwei Verbündete hier oben. Das ist einmal Mordor und hier unten einmal Isengard. Sind auch beide vom schweren Schwierigkeitsgrad. Und die bauen jetzt nicht wirklich da. Ihr Assis! Ich habe mir meinen Platz hier geklaut. Oh, das sind Arschlöcher, wa? Das sind richtige Arschlöcher. Das ist mir noch nie passiert. Mensch. Das war ich immer der Schnellste. Ja, schon Ewigkeit nicht mehr gespielt, das Spiel. Deswegen muss ich mir immer wieder hier so ein bisschen einspielen. Meine Rohstoffe, die sammeln sich schon. Das ist eigentlich schlecht. So, hier mal noch eine Schmiede hin. Jetzt habe ich bloß ein Gehöft, das ist echt mies. Ist hier oben noch eins? Ja, dann sammle ich mal das hier ein. Hoffe, bin ich da ein bisschen schneller als Mordor. Ja, ansonsten, worum geht es? Also, hier Gebäude, da war ich eben. Was kann man hier so bauen? Gehöft und Schmiede. In der Schmiede kann man Upgrades bauen. Mit den Upgrades kann man seine Soldaten ausrüsten. Diese immer geschmiedete Klingen, schwere Rüstung und Bannerträger. Alles verschiedene Upgrades, die werden wir, denke ich, noch kennenlernen. Ansonsten hier Kaserne. Da produziere ich hier schon fleißig Gondor-Soldaten. Hier der Schießstand. Da kommen dann logischerweise Bogenschützen raus und solche Waldläufer. Hier haben wir noch die Turmwachen. Alles ein bisschen viel hier zu erklären. So, was haben wir hier noch? Eine Heldenstatue. Könnt ihr euch einfach mal unten durchlesen, was es bringt. Kampfturm. Schießt da so eine netten Pfeile raus. Gondor-Stallungen können wir uns auch Reiter machen. Hier kriegen wir Katapulte raus. Hier können wir unsere Tore und Türme verstärken. Das finde ich allerdings nur wirklich sinnvoll, wenn man in einer Festung spielt. Bei so einem Lager bringt es nicht viel und ein Marktplatz. Da kann man Upgrades erforschen, sodass die Gehöfte mehr produzieren. So, ihr habt eben unsere Kaserne schon aufblinken sehen. Und das passiert. Ach man, jetzt haben sie mir das auch weggenommen. Ach Gott. Wo sind sie denn hier, meine? Hä? Ich habe da hier welche hingeschickt. Bin ich jetzt total bedeppert? Hä? Da laufen sie. Da laufen sie. Habe ich auch nicht geschafft. Oh, so schlecht. Einfach so schlecht, ne? So, los, kommt. Okay, also, unsere Kaserne ist aufgestiegen. Jetzt können wir uns auch hier Turmwachen rufen. Also ausbilden. Hier brauche ich mal noch ein Gehöft. Oh, ich habe das Spiel schon nicht mehr gespielt. Mir kommt die Grafik jetzt irgendwie noch schlechter vor. Also, wie gesagt, 2004 ist nun wirklich ein ganzer Batzen an Zeit, an dem das Spiel schon draußen ist. So, das Gehöft ist fertig. Hier wird fleißig produziert, hoffe ich mal. Die schicke ich mal hier ein bisschen so nach draußen. Und ansonsten möchte ich mal gerne das hier einnehmen, wenn mir schon hier die beiden oder ein Gehöft weggenommen wurde. Das war eigentlich nicht so meine Taktik, jetzt hier gleich am Anfang sowas zu bauen, weil das doch schon etwas mehr kostet. Das könnte man auch anders investieren. Und jetzt werde ich sogar schon angegriffen. Und ich krieg das nicht mal mit. Mensch. So, die kommen hier mal in eine Keilformation, wie das heißt.
Gott! Stress pur hier am Anfang. Und ich habe keine Rohstoffe mehr. Ich habe keine Rohstoffe mehr. Passt auf die Flanken auf! Weicht nicht zurück, Männer! Angriff! Angriff! So, ich denke mal, das werden wir hier einigermaßen gut schaffen. Dann brauche ich hier schon mal ein Gehöft hin. Hier werde ich, hier werden schon Turmwachen ausgebildet. Turmwachen sind echt verdammt gut. Die haben auch so ein Schildwall, so ähnlich, was ich jetzt eben bei denen gemacht habe, oder auch nicht. Bisschen mehr Verteidigung und sind aber arschlangsam. Die Turmwachen sind noch langsamer als die hier. Und hier seht ihr schon, die sind aufgestiegen. Ja, die können auch Ränge erreichen. Wenn die Gegner töten, erhalten die Erfahrungspunkte und steigen dann auf. Und wenn sie aufsteigen, haben sie dann eben mehr Lebenspunkte und mehr Schaden und so. Und jetzt kommen hier schon die nächsten. So. Lauft! Währenddessen mache ich mal hier den Punkt schon mal hier vorne hin. Ansonsten muss ich hier mal alle einzeln hinklicken. Okay. Macht eure Waffen bereit! Turmwachen sind da, dann kann ich hier jetzt eigentlich schon mal noch eine Kaserne hinbauen. Okay. Sieht ganz gut aus. Wie sieht es bei unseren Verbündeten aus? Die kämpfen hier fleißig gegen Rohan. Achso, unsere Feinde. Wir haben einmal Mordor, Isengard und Rohan als Feinde. Das kann interessant werden. Ich werde auch, denke ich, nicht das ganze Match hochladen. Denn, die können manchmal ziemlich lange dauern. Mal schauen, wie ich gerade so lustig bin, wie es so läuft. Kann auch sein, dass es schnell vorbei ist. Klar, das hängt immer von ab, aber ich denke hier nicht. Die Teams, würde ich mal sagen, sind ziemlich ausgewogen. So, ich würde eigentlich gerne mal losziehen hier, aber... So, unsere Schmiede wurde verbessert. Jetzt können wir uns hier schon mal das Bannerträger-Upgrade und die auch, ne? Ja. Aber die kosten noch ein bisschen. Für schwere Rüstung und Klingen. Ist ja klar. Rüstung haben sie mehr Lebenspunkte und bei den geschmiedeten Klingen mehr Angriffspunkte. Das ist ja ganz logisch. So, wollen wir mal ein bisschen losziehen? Ach, die bauen hier sogar schon eine feindliche Feste, ist das. Das ist eine feindliche Feste, ne? Dann ziehen wir mal los hier. Die sind sogar schon Rang 3. Währenddessen wird hier produziert. Hier hoffentlich auch. Nein. Ich werde mir dann auch gleich schon mal das, Feuerpfeil, Flammen, was ist, ne, Feuerpfeile, genau, Upgrade holen, das ist sehr, sehr gut, finde ich. So, hier haben wir Haradrim, die haben sehr viel Angriffspunkte, mit ihren Speeren, aber sehr, sehr wenig Angriffspunkte, das heißt, wenn man die erstmal im Nahkampf erwischt, dann sterben die eigentlich auch relativ schnell weg. Die kommen ja aus solchem, aus so einem Hutpalast, nennt sich das. Die haben so Belagerungswerke, da gibt es dann Katapulte und Ramböcke und noch irgendwas. Genau, Belagerungstürme gibt es auch noch. Ansonsten Mordor, auch Trolle haben sie. Und es gibt auch zwei weitere Teile hiervon, die Schlacht um Mittelerde. Das nennt sich Anthologie. Okay, mit dem Griff kann ich jetzt gerade nicht so viel anfangen, aber... Das war Bescheid, also es gibt noch eine Schlacht um Mittelerde 2 und es gibt noch eine Erweiterung für... Dieses dann, also der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs nennt sich das dann. Ein ustlanger Name, wenn man den in den Titel eines Let's Plays schreiben will, bekommt man schon manchmal echt Probleme. So, wir haben hier voll, sehe ich gerade. Was können wir dann hier noch hinbauen? Ich überlege hier noch. Hier würde ich mal gerne noch einen Schießstand. Hier, genau, Held kann man auch sich ausbilden. Hier haben wir einmal Gandalf, Boromir, Faramir und Pippin. Pippin als kleiner Hobbit kostet natürlich nicht ganz so viel. Obwohl ich die Hobbits eigentlich echt gut finde. So am Anfang die richtig hoch pushen, sodass die dann Rang 10, also Rang 10 ist das höchste dann, dass die dann Rang 10 sind, dann sind die verdammt gut. Das glaubt man gar nicht. Die haben mehr Schaden als beispielsweise ein Aragorn am Anfang. Das ist, und Aragorn als einer der Superhelden im Film, als auch im Spiel. Mein Lieblingsheld bleibt aber definitiv Gandalf als Zauberer. Wenn der erstmal Rang 10 ist, dann holla die Waldfee. Gut, unser anderer Schießstand ist fertig. Machen wir uns schon mal ein Upgrade. Ich würde eigentlich gerne erstmal einen Helden haben. Ich glaube, ich hole mir mal Boromir. Der kann auch mal hier hinlatschen. Hier haben wir noch einen Platz frei. Da mache ich mir mal so ein Ding. Dann haben unsere Soldaten ein bisschen mehr. Und wir werden hier sogar schon angegriffen von... Scheiße, jetzt ich wollte schon Lutz sagen, aber der heißt Lutz, ne? Ja, oh Gott. Der ist auch feindlich und der marschiert geradewegs zu unserem Vorposten. Hier können wir schon mal die Feuerpfeile machen. Macht euch bereit!
Und der ist gut. Die sind echt verdammt gut. Die kennt man vielleicht aus dem zweiten Teil, Isengard, als die Helms Klamm angreifen. Das ist das so ein Typ, der diese Mine da. Ach du Scheiße, sind die feindlich? Ach, jetzt geht's ja los hier. Jetzt geht's los. Das war ein bisschen übertrieben hier. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Ach du Scheiße, guck doch mal an, was hier los ist. Okay, warte mal, Boromir, das ist nicht so sinnvoll, wenn du alleine da losgehst. Ich sammle hier mal ein bisschen meine Truppen. Ja, ihr seht schon, mit schwierigen Gegnern ist man schon ab und zu mal richtig unter Stress. Und was macht ihr denn hier? Wo seid ihr überhaupt? Oh Gott, die können wir eigentlich vergessen. Stehen da noch irgendwelche von uns? Da. Gut, da kommt ihr mal zurück. Soldatenbataillon einsatzbereit. Ich produziere einfach mal weiter, ne? Kann ja nicht schaden. Bleibt ihr da stehen? Ja, gut. So, hier wird fleißig weiter produziert, ich hoffe mal. Oder auch nicht. Machen wir uns mal ein paar Waldläufer. Okay, das können wir hier leider schon vergessen. Ich glaube, das reiße ich mal ab. Das können wir mal abbrechen hier. Und ich reiche das ab aus dem einfachen Grund, weil man da noch ein paar Ressourcen wieder zurückkriegt. Bevor man das dann opfert, ne? Dann. So. Unser Verbündeter hat sein Land verloren. Ja, alles geht hier den Bach runter. Die haben sogar schon Balliste. Ich habe das Gefühl, dass ich unbedingt nicht gleich am Anfang gegen schwere Gegner hätte spielen sollen. Aber gut. So, ich glaube, ich hole mir mal hier die schweren Rüstungen. So, und dann ziehe ich hier schon mal los. Ach komm, das können wir halten. Ich sollte das nicht immer so schnell aufgeben, alles. Ist der feindlich? Nee, gut, ich dachte jetzt schon. Auf geht's! In den Kampf! So, ihr kriegt hier mal eure Feuerpfeile. Okay. So, das steht sogar noch. Perfekt. Da würde ich fast sagen, hole ich mir hier mal fast zum Condor Kampfturm. Der zwar ziemlich teuer ist, aber der hat es schon drauf. Vor allem, wenn es dann in diesem Steinbruch, wo ich vorhin erzählt habe, der für mich sinnvoller ist, bei einer Festung zu bauen. Da kann man so ein cooles Upgrade, dann haben die so eine geilen Pfeile. Also mehr Schaden. Und dann sind die auch ordentlich. So, hier können wir schon mal ein bisschen nachproduzieren. Hol ich mir mal ein paar Hotties? Hotties? Ne, ich bleib bei der Kaserne, denke ich erstmal. Ich werde mein Volk verteidigen. Und dann baue ich hier doch nochmal diese Statue. Okay. So. Boromir hat sogar schon ein bisschen gekämpft. Ich würde gerne mehr kämpfen. Ihr seht hier jetzt gerade nicht so viel Action, aber wenn ich muss da hier auch so ein bisschen dran denken, dass ich mich erstmal ein bisschen hochziehen muss hier. So, ihr kommt auch mal gleich hierher. So, unseren kleinen Trupp haben wir schon mal. Das ist schon Rang 3, das ist Rang 3. Kaserne ist auch gut. Mehr Soldaten können wir gar nicht ausbilden. Hier unten seht ihr Kommandeurspunkte. Alle Einheiten brauchen Kommandeurspunkte. Wir haben jetzt hier 95 von 100. Wenn man Gegner vernichtet, also richtig vernichtet, dass die komplett weg sind, nicht, dass man hier so ein Ding abreißt, sondern dass wirklich nichts mehr vom Gegner da ist. Ach du Scheiße, dann kriegt man auch mehr Kommandeurspunkte und da habt ihr eben das Brüllen eines Ents gehört, oder mehrerer Ents sogar, 4, um genau zu sein. Und ach du Scheiße, hier geht's ja auch schon ab. Das ist nicht gut. Ach, da sind sie sogar schon. Ach, verdammt. Lass ich nämlich immer so ungern Rohan als Feinde, weil die Ents, die mag ich so überhaupt nicht. Ne, die sind nämlich scheiße stark. Die werden im zweiten Teil dann schwächer, aber jetzt sind die noch ziemlich hart. So, wir ziehen ja einfach mal los. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich kann ja hier mal Pharamir mir schon mal ausbilden. Da hält der hier die Stellung. Ja, genau. So, da kommen auch schon die ersten Orks. Auf geht's. Ist das feindlich hier? Nein. Oh, sehr gut. Das ist eine Fähigkeit unserer Verbündeten Mordor, nennt sich, glaube ich, Dunkelheit. Jetzt erhalten alle Verbündeten, als auch die eigenen natürlich,
viel mehr Schaden. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft. So, Ents bekämpft, oder Bäume, bekämpft man natürlich am effektivsten mit entweder Ents, die sind gut, oder mit Feuer natürlich. Deswegen hätte ich jetzt unsere Bogenschützen vorgeschickt. Die Ents können auch Steine werfen, wie ihr schon seht. Oh! Ach du Scheiße. So, da seht ihr, was man nicht machen sollte. Und das ist eine Mine mit Feuerpfeilen angreifen. Soweit habe ich jetzt nicht überlegt. Man kann die hier wieder wiederbeleben. Seine Helden. Ach, war ich dumm. Ja. Gut, soweit habe ich jetzt noch nicht überlegt. Naja gut, wir begeben uns mal weiter hier zum... Ach du Scheiße. Auf geht's. Ah, die produzieren hier weiter Ents. Das ist, nicht gut. Information bleiben. Vorwärts, so, muss ich aufpassen, dass die uns hier nicht in den Rücken fallen. Das werden sie aber wahrscheinlich. Bereit machen, Bogenschützen. Deswegen kümmere ich mich ja mich hier mal mit den Bogenschützen um die Ents und hier mit den Dings um die Balliste. Und hier schon mit Feuer geht das echt verdammt gut. Erstmal zappeln sie so ein bisschen rum, dann werden sie wütend und dann sollte man sie möglichst schnell töten. Ihr sollt natürlich weiterlaufen hier. So, der End ist tot. Dann wollen wir jetzt nochmal möglichst schnell hier das, den End-Ting auch vernichten. Und da wäre jetzt eigentlich die Unterstützung der Soldaten hier ein bisschen gut. So, die werden hier nicht mehr lange überleben. Lassen wir die einfach mal zurück. Man muss auch Opfer bringen können. So, hier wird auch hoffentlich weiter produziert. Und hier ist Argon. Der Feind ist unter uns, Männer! Kann mir mal einer sagen, dass der Aragorn ist? Nein, du sollst dich dein Schwert ziehen. Für die Ehre Gondors. Wir haben sie niedergeworfen. Leise. Diese Wege werden sich. Das ist eine Mine. So. Kümmere ich mich mal hier ein bisschen um Aragorn. Wir schützen den weißen Turm. Zielt auf den Hals. Ja. Und da seht ihr schon, was besonders effektiv ist. Und zwar, wenn man einen Helden mit einem Helden tötet. Weil, bringt auch viel, wenn man mit dem mit normalen Soldaten tötet, aber ein Helden töten bringt verdammt viele Erfahrungspunkte. Habt ihr gesehen, der war Rang 1 hier, unser Faramir. Und ist jetzt schon 4,5. Und hat damit sogar Boromir schon überholt, der ja gerade mal Rang 1 ist. Also, ist schon ganz gut. So, sind die feindlich? Nein. So. Hier sind die... Oh, die haben sogar ihre Leuchtfackeln. Oh, guck mal. Machen fette Party. So, die wollten garantiert hier die Mine, die hier lag, hochladen. Hochjagen, nicht hochladen. Hat nicht so ganz funktioniert, da die schon von meinem Faramir erfolgreich bekämpft wurde. So, da kommen sie auch schon. Angriff! Faramir, du ziehst mal deinen Bogen. Oh nein, das ist jetzt nicht so gut, was jetzt gerade passiert. Ist der Dunkelheit zu Regen geworden und der Regen ist die Fähigkeit der... von Isengard. Ich glaube, das ist jetzt aber sogar feindlich. Ja, das der feindliche Regen. Böser Regen. So, ich glaube, hier ziehe ich mal einmal eine Heilung rein. Okay, was, mehr Soldaten kann ich echt nicht ausbilden? Doch, jetzt wieder. Ach, hier standen die noch beim Endting. Kann das sein? Scheiße, die standen hier sogar noch. Aber wir haben den Endting vernichtet. Das ist, gut. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine Welle an Gegnern zu uns gelatscht. Deshalb mache ich mich hier wirklich mal kampfbereit, rüste die mal so ein bisschen aus, soweit wie es mir möglich ist. Können wir hier noch Soldaten ausbilden? Ja, na dann hopp. So, Soldaten natürlich an die Front, dahinter die Bogenschützen, ist ja logisch. Okay. Aber die Nazguls, die mal leisten hier schon ordentlich einen Job. Das sind wahrscheinlich, sind es beide unsere Verbündeten. Tatsächlich. Volle Truppenstärke haben wir auch. Wir haben hier 4 Fähigkeitspunkte. Da hole ich mir immer hier elbische Verbündete. Jetzt kann ich Elben rufen. Das kann ich euch auch mal demonstrieren. Die jage ich mal einfach hier so rein. So, jetzt geht's ab hier. Gut, die werden erstmal total ignoriert von den Gegnern. Wir haben sie total überrascht.
So, die können auch ihre Waffen wechseln. Also Elben sind echt mit meine Lieblingseinheiten. Leider gibt es sie nur bei Rohan und Rohan mag ich im Großen und Ganzen dann wieder nicht so. Wir machen hier eh mal platt mit unseren Elben. Kein Problem. So, dann kümmern die sich immer weiter um die... Ach, die ignorieren uns. Das Lords. Lords können wir mal eben umbringen. Der ist schon fast tot. Los, tötet ihn. Tötet ihn. Gut. Oh, und diese Berserker machen so viel Schaden, ey. So, hier ist alles in Ordnung. Hier sieht es gut aus. Ist ein bisschen doof, wenn die jetzt hier von der Seite kommen. Ha, da haben wir es schon. Weil ich mich hier so auf von eine Flanke konzentriere. Elben sind tot. Naja, okay. Aber ihr habt es ja wenigstens mal gesehen und die sind gut. Zumindest in Kombination mit seinen anderen Einheiten. So, das kommen sie von da unten sogar. So, dann kümmern wir uns doch mal um die. Wenn Reiter ankommen, da sind Turmwachen immer gut. Mit ihren Sperren, die sind nämlich effektiv. Und da kommt Gimli sogar. Also, jetzt geht's ja los hier, wa? Ich hole mir hier mal meinen Elbenwald. Ich kann ihn nicht aus... Ach, das bringt mir sowieso nichts. Egal. Egal. Achso, ich verwechsel immer die Klicken. Beim zweiten Teil muss man nämlich linke Taste drücken, um so eine Fähigkeit zu aktivieren. Und, hier ist das rechte. So, los, auf geht's. Boromir kann ja auch so eine Fähigkeit, die sollte ich auch mal einsetzen. Aber ich glaube, die bewirkt nichts, oder? Ah, jetzt sind sie weg. Doch, ihr seht schon, die bekommen Angst. Das ist gut. Wenn sie Angst bekommen, wenn ich. Weil dann kämpfen sie nicht und in der Zeit kann man die angreifen. Das ist schon ganz gut. So, hier kommt natürlich hier mit zur Front. Ich sollte hier den Punkt mal wieder hier nach vorne setzen. Und ich finde, also als Herr der Ringe-Fan macht dieses Spiel irgendwie richtig fun. Kam eben in der letzten Zeit nicht mehr so oft zum Spielen. Oder eigentlich gar nicht mehr. Wie lange spiele ich denn schon? Oh, wir haben schon fast zwei Parts. Länger als 15 Minuten möchte ich nämlich eigentlich fast gar nicht machen. Hier kommt sogar Aragorn schon. Die rücken hier mit ihrer Heldenarmade an. Und wir können uns Gandalf leisten. Das ist gut. Ich mache hier schon mal Gandalf den Weißen. Plus 100% Schaden. Also doppelt so viel. Und Aufladezeit ist nur halb so viel. Das ist natürlich gut. Wir werden schon wieder Ents irgendwo gerufen. Und die haben wir sogar ein kleines Lager errichtet. Naja, okay. Dann würde ich fast sagen, dass um das Lager kümmern wir uns mal eben. Oder? Ja, doch. Auf geht's zum Lager. Wo sind die Ents? Die Ents sind... Das sind Verbündete. Wir sind feindlicher Nazgul, der die total ignoriert. Die sind verbündet. Man muss was aufpassen. Scheiß mit dem Katapult. Vielleicht mal lieber etwas weiter stehen. Weil das Katapult kann auch uns Schaden zufügen. Und das ist alles andere als gut. So, das wollte ich mir mal holen. Jetzt habe ich gesehen, Gandalf der Graue wurde zu Gandalf dem Weißen. Er steht hier in unserem Gehöft drin. Er kann hier mal seine weißen Hengst rufen. So. Okay, da haben wir einen. Gandalf ist verdammt gut. Der ist schon von Anfang an Rang 5, was auch ein Vorteil ist. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. So, das ist verbündet. Mit Gandalf kann man auch ruhig mal alleine losziehen. Der ist verdammt stark. Und hat gute Fähigkeiten. Hier können wir mal gucken, was der so hat. Okay, kann ich euch dann gleich demonstrieren mal. Wenn hier mal irgendwo ein paar Gegner wären. Reiten wir mal hier hin. Lass keinen entkommen. Übrigens, wenn die Rang 2 sind, mindestens unsere Soldaten, dann regenerieren die nicht ihr Leben, aber wenn jemand fällt, ein Soldat, dann kommt der nach einer Zeit wieder. Also die Truppenstärke wird wieder aufgefüllt. Hier ist noch so ein Schießstand, um den werde ich mich natürlich erstmal kümmern. Ich will ja eigentlich, ich suche immer große Massen. Da ist noch nicht groß. Mit Gandalf kämpft sich richtig gut, wenn viele Gegner auf einem Fleck stehen. Oder gegen den Nazgul.
Los, mach ihn platt. Mach ihn platt. Mit deinem komischen Licht da. Da habt ihr es gesehen. Das geile Licht. Das geile Licht hat den Nazgul vernichtet. Das ist das Licht der Istari. Genau. Ich glaube, dort ist der Feind. So, werden wir angegriffen. Da werden wir fast angegriffen. Oh Gott. Unser Verbündeter Nazgul greift uns an. Gut, das hätten wir vernichtet. Hier ist noch Faramir, der hier so ein bisschen abseits vom Ganzen steht. So, die Fähigkeiten wechseln hier wieder. Jetzt ist wieder das Dunkelheit von Mordor aktiv. Und das ist dauerhaft aktiv, bis es von einer anderen abgelöst wird. So, Elm können wir auch wieder rufen. Gut, gut. So, die sind tot. Faramir ist schon Rang 6, Boromir Rang 5. Ja, und Gandalf auch noch, Rang 5. Ein Faramir zum Beispiel steigt auch schneller auf als ein Gandalf. Also von den... Der braucht weniger Erfahrungspunkte, sage ich es mal so. Spione des Feindes. Was so zu erklären ist, dass Gandalf eben doch schon ein bisschen stärker ist und dann, ne? Aber Boromir und Faramir sind auch schon verdammt gut. Alleine lässt sich drüber streiten. Ich kämpfe zum Beispiel mit Rohan. Die haben Legolas, Aragorn und Gimli. Alle zusammen. Also wenn die alle ihre Helden haben und dazu kommen dann noch hier der König Dingens. Der Typ, deren Name mir gerade nicht einfällt. Theodor? Nee. Theoden? Theoden! König Theoden, so war's. Genau. Eowyn und Merry ist da noch mit bei und der andere Typ. Oh Gott, schon zu lange keinen Herr der Ringe mehr geguckt. Sie sind hier. Der, ich lasse es. So, da kommt Luritz. Da kann Faramir mal seinen Zauberpfeil draufballern. So. Tja, Luritz wollte fliehen. Das kann er sich mal klemmen. Und jetzt werden wir gleich von der Balliste angegriffen. Oh, Balliste zieht immer ordentlich rein. In den Krieg! So, ihr kümmert euch darum. Er kümmert sich darum und jetzt greift ihr hier mal an. Ihr geht mal in eure Blockposition. Hier in eure andere, genau. Was? Rang 6 ist der sogar schon. Gut. Gandalf ist tot. Ach du Scheiße, wo ist der denn gestorben? Und warum? Ja, da passt man einmal nicht auf und dann ist alles vorbei. Naja, rekrutieren wir oder wiederbeleben wir ihn mal. Man kann seine Augen eben nicht überall haben. Da ist zum Beispiel noch eine feindliche Mine, da von der sollten wir unbedingt unsere Feuerpfeile fertigen.